Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Ja, Tag 10 neigt sich dem Ende und Tag 11 bricht an. Und wir erinnern uns, wir brauchen eine Auflage von 200.000 plus X, um endlich Persil zu vollenden. 214.000, sehr, sehr gut. Und hier seht ihr unseren Kontostand. Ach... sehr gut, sehr gut. Ja, ich freue mich. Es hat funktioniert. Gar nicht so schlecht für den Anfang. Na, das finde ich aber auch, mein lieber Mann. Ja, würde ich sagen, mit dem Geld könnten wir jetzt mal hier ein bisschen nachkaufen. Zum Beispiel Atom-Olga Iris in der Leere. Qualitativ hochwertiger könnten wir jetzt kaufen. Oder wir bleiben erstmal bei... ja, nicht übertreiben. Ja, erstmal geht es wirklich noch um Quantität statt Qualität. Im Moment noch, im Moment noch. Kommentare sind immer gut. Da haben wir noch drei. Wink Gottes, es darf keinen Bürgerkrieg geben. Aha. So, Comics ist, glaube ich, auch... wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch... drei haben wir noch. Da brauchen wir eigentlich keine Comics... Rezepte könnten wir noch mal gucken, ob wir da mal eins reinnehmen. Wie sieht es hier werbetechnisch aus? 15.000, drei Ausgaben. Hier, drei Ausgaben. Nix Auflage. Auch drei Ausgaben. Zwei Ausgaben. 100.000, 200.000 Honorar. Das nehmen wir mal rein. 250.000. Lieber nicht noch mal so ein Ding wie mit Persil. Hm? Ich glaube, hier ist auch die Konventionalstrafe ein bisschen höher bei dieser Anzeige. Das machen wir mal nicht. Jetzt gehen wir mal hier erstmal ins Büro gucken. Gut, zwei Vertriebswege, hat man gesagt, wollen wir uns noch erschließen per LKW. Und dann schauen wir mal. Also, hier machen wir wieder mal eine schöne Comic-Seite, der Berg ruft, Bernd stürzt sich aus dem Fenster und die Knuffelbärchis und das Insulin. Yam, yam. Oh ja, was ist das denn? Karies. So, dann schauen wir, was wir hier haben. Den Großvezier, der passt da nicht hin, aber die LBS passt exaktement. Und dann machen wir den Großvezier. Was soll denn das eigentlich sein? Der, was? Kalifen empfiehlt. Der Kalif empfiehlt, lassen Sie nur Großvezier an Ihre Wäsche. Sehr gut. Gut, würde ich sagen, hier Rezept. Oh, wir brauchen noch ein Rezept. Ja, ein Rezept bräuchten wir noch. Na gut, dann machen wir hier ein bisschen Wetter. Und, Rätsel. Und, Wetter, Rätsel und mal einen schönen Kommentar noch rein. Komm, zack. Dann kommen hier ein bisschen Bundesliga und nackte Frauen. Astrid zeigt sich selbst. So, dann ist Astrid nämlich auch fertig. Und hier unten kommt noch ein Rezept rein und dann haben wir es eigentlich. Na, die Werbung ist verteilt. Wetter und Kreuzwort haben wir. Achso, Bundesliga haben wir auch. Wetterkreuz, Wetterkreuzwort Bundesliga. Kommentar haben wir. Nacktfotos haben wir. Könnte noch ein Rezept hier auf Seite 5. Kann noch ein Rezept. Dann machen wir das mal noch schnell. Moment, wo gibt es Rezepte? Hier. Na, hauen wir da noch ein Rezept rein. Er freut sich wieder über die Wettervorhersage. Das war super. So, noch ein Rezept. 10 Folgen für 4.000. 5 für 6. Günter Stracks Frühlingsdiät. Wer kennt ihn noch? Günter Strack. Schauspieler. Ja, der war sehr kräftig. Aber welche Serien der jetzt gespielt hat, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, einen Fall für zwei hat der Mann Anwalt gespielt. Also wenn auch irgendjemand da draußen den Günter Strack kennt und
weiß, noch einen Film oder eine Serie, wo der mitgespielt hat, rein in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Ja? Frühlingsdiät, ein halbes Schwein vom Grill. Ja, so sah der echt aus. Das war ein bisschen viel, möchte ich sagen, hatte der Günther auf der Waage. Diese Zeitung bringt wirklich null Informationen. Also die zufriedenzustellen, das ist auch nicht so einfach. So, einmal zu den Japaner gucken. Japanese. Was die so sagen. Nicht, dass wieder morgen irgendwie bei uns hier auf dem Büro. Nein, morgen ist wieder beim Druck und heute beim Rätsel. Ist so alles tipptopp. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Nachrichten. Ja. Schmeißen schon mal die vom Tag 10 raus. Das ist Tag 11, Tag 10, 10. Das ist alles 10. Also raus damit. So, immer die Uhr im Blick haben. Ja. Geschwindigkeit runter und dann schauen wir mal. Was? Superfahrer, Supersaison. Michael Schumacher. Oh ja. Auch aktuell mit Zug. So, dann warten wir mal bis 22.40 Uhr, würde ich sagen. Das ist so das Maximum, ne? In der Hoffnung, dass da noch irgendwie ein bisschen was Besseres kommt. Das wäre das erste Mal, das war echt... Oh ja, hier ist noch was. 9455. Suche nach verschollen im Himalaya eingestellt. Komet verfehlt. Unglaublich 180 Grad Wind. Die nehmen wir beide mit. So drei Nachrichten ist immer ganz gut. Dann hat man meistens zwei Überschriften, die man eigentlich platzieren kann. Was macht der hier? Bayern kauft Diego. Ach was. Diego Maradona wahrscheinlich. 1997. So. Einmal rein. Zack, und jetzt ratzfatz geguckt. Schumi passt nicht. Hier, Komet verfehlt Erde. Tipptopp, zack. Und was haben wir hier noch? Suchaktion eingestellt. Können wir auch noch machen. Ja, Suchaktion eingestellt machen wir auch noch. So, jetzt haben wir dann den Kometen. Machen wir hier die Suchaktion hin. Dann kommt der Komet. So. Und Schumi. Superfahrer, Supersaison. Okay. Komet verfehlt Erde. Das lesen wir uns mal durch. Es ist ein beinahe unfassbares Wunder. Der Weltuntergangskomet THX-1138 wird die Erde nicht zerstören. Nach Aussagen von Astronomen hat der Komet ungefähr 16 Stunden vor der Kollision eine mirakulöse 180-Grad-Wendung unternommen und befindet sich auf dem Weg nach dorthin, wo er auch hergekommen war. Diese Wende ist nach Aussagen von Wissenschaftlern völlig unerklärlich und müsse als Beweis für die Existenz übernatürlicher Kräfte gelten. Gott hat uns vor der Katastrophe errettet, erklärte der Papst bei seiner ersten Ansprache, nachdem er den Atombunker des Vatikans wieder verlassen hatte. Ich habe mit dem Eingreifen Gottes jederzeit festgerechnet. Unter den zuvor im nahenden Untergang vereinigten Gläubigen der verschiedenen Religionen ist inzwischen ein heftiger Streit darüber entbrannt, welche Gottheit denn nun die Erde vor dem Aufprall des Kometen beschützt und welche den Kometen überhaupt erst gesandt habe. Die Reparationen, die nach den aus Panik und Hysterie begangenen Gewalttaten im Vorfeld der erwarteten Kollision nun fällig werden, belaufen sich voraussichtlich auf mehrere Milliarden Dollar, was ein Sprecher der amerikanischen Regierung mit "Da werden wohl Steueranhebungen fällig" kommentierte. Sehr, sehr schön. Heute schreibt Gitte V. aus Wiesbaden: Mein Mann sitzt nur noch vor dem Fernseher, sogar dann, wenn dieser gar nicht eingeschaltet ist. Weder gute Freunde, noch tolle Speisen und auch nicht verführerische Dessous locken ihn weg. Ich bin schon ganz verzweifelt, was soll ich nur tun? Liebe Gitte, keine Ahnung. Und Matthias R. aus Gmünd jammert: Ich werde einfach nicht mit meinem Studium fertig, ich kann mich nicht zum Abschluss entscheiden. Bitte helfen Sie mir. Lieber Matthias, aufhören ist ganz einfach. Du musst nur zweimal durch die Prüfung rasseln und das war's dann. Ich hoffe, euch ist damit geholfen. Eure Bea. Ja. Wieso diese Rubrik so beliebt ist, wie sie offensichtlich ist, ich kann's mir nicht erklären. So, jetzt noch einen schönen Vertriebsweg.
Und zwar entweder nach da 340.000 oder hier 20, so, nehmen wir den 340.000. Haben wir den für 120.000 gekauft. Tipptopp. Und dann schauen wir nochmal in die Statistik rein. Image sind wir gleich auf mit Sad. 214.000, 133.000, 289.000. Alter Falter. Der Sad, der knallt hier durch die Decke. Naja, aber da kommen wir auch noch hin. Da kommen wir auch noch hin. Mit unseren Vertriebswegen. Ich glaube nicht, dass er schon eine Dreiviertelmillion Dollar hat, um sich Flughafen... Oh doch, Alter, der sitzt auch strategisch günstig hier. Der kann sich hier die ganzen Dinger alle mit LKW erschließen. Während wir... Na, der Bett stagniert. Während wir irgendwie dann hier mal mit dem Flugzeug hin müssen. Hier zum Beispiel. Und dann hier diese Städte. Die sind auch nicht schlecht. 80.000 hier ist nicht so toll, aber... Also hierhin könnten wir wirklich. Oder hier nach Las Vegas. Nee. Also da im Südosten da, was ist das? Texas, Florida, irgendwie da in diese Gegend jedenfalls. Da müssten wir dann mal mit dem Flugzeug hin. Aber jetzt schauen wir erstmal, was wir für eine Auflage haben. 275.000, ja. Diego, zwei Eigentore. Na, da haben sich die Bayern wohl schönes Ei ins Nest gelegt. Er freut sich wieder über die Wettervorhersage. Das ist ganz gut, wunderbar. Gar nicht so schlecht. Ja, das finde ich nämlich auch. Das finde ich nämlich auch. So, wir wollten noch Rezepte kaufen. Mensch, nun geht die Treppe runter, Junge. Viel zu wenig Informationen und Berichte. Naja. Hier, Harald Junke. Was? Die 8 besten Rezepte. 10 Folgen. Aha. Ja, ist die Frage, investieren wir jetzt schon mal ein bisschen in Qualität? Schlank in einer Woche. Ja, das ist so semi-teuer. Das nehmen wir mal mit. Dann gehen wir hier nochmal gucken. Also eine Auflage von 250.000 ist realistisch. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Werbung finden, weil das ist immer noch mal so ein ganz gut... Oh, Persil nochmal, na klar, nehmen wir. Ja, den Rest 650.000, drei Ausgaben. Sind wir eigentlich nicht mehr drauf angewiesen, ne? 4 Ausgaben, drei Ausgaben, 40.000. Drei Ausgaben, 40.000. Ja, eine Ausgabe ist doch super, oder? Komm. Ach nee. Aber hier drei Ausgaben, die nehmen wir mal mit. Das sind 40.000. 4 Ausgaben ist zu viel. Oder die beiden haben wir auch. Jeweils eine Ausgabe 10.000. Oder wir nehmen nur Persil. Ist groß genug. Wir haben auch, glaube ich, noch ein bisschen Werbung. Ja, so machen wir das. Und dann investieren wir hier mal ein bisschen in Sport und so Gedöns. Nochmal, weiß ich auch nicht, Formel 1. Nochmal ein Rätsel dazu. So, aber jetzt erstmal schauen. Seite 1 gibt erstmal wieder BS Artikel. Auf Seite 2 machen wir wieder hier Manta Money und ein Rezept. Günter Stracks Frühlingsdiät und ein Werbespot, nämlich die LBS. So, auf Seite 3 kommt Persil. Des Weiteren kommt da mal schön der Wetterbericht hin und rechts daneben passt nichts mehr. So, dann haben wir hier ein Kreuzworträtsel und die Bundesliga und dann machen wir mal schön dafür zwei Nacktfotos, nämlich die Gabi 3 und 153 cm, die Atom-Olga. Ja, die sehen jetzt hier gleich aus, aber in Wirklichkeit sind das ganz verschiedene. Ganz verschiedene Geschichten. Ach, morgen gibt's richtig Kohle. So, Kreuzwort Bundesliga haben wir. Und Wetter und Comic und Rezept. So, dann würde ich sagen, kann hier noch schön einen Kommentar hin. Hier was schön Teures. So, dann haben wir's eigentlich, ne? Naja, komm, machen wir noch ein Rezept, noch ein Comic. Und noch ein Rezept, Jane Fonda. Hauen wir noch rein.
geriebener Apfel. Das ist doch mal eine Diät. Und Tag 2 gibt's Banane mit Wasser. Okay. Dann haben wir den Tag soweit erstmal erledigt. Hier sehen wir, dass der Seth echt davon eilt. Und ich würde sagen, wir kaufen uns noch diesen zweiten Vertriebsweg. Von hier nach da. 260.000, 140.000. Die sparen wir uns. Aber hierhin können wir noch. Zack. Und dann ist das nächste hier für 750.000. Können wir uns im Moment noch nicht leisten. Ja, dann steht noch an, nochmal ein Rätsel dazu kaufen, würde ich sagen. Rätsel und ein Spott. Kommentare sowieso. Zack, nehmen wir beide mit. Wetter brauchen wir nicht. Nee, ein Rätsel. Zum Beispiel hier der Rebus. Rebus noch dazu und noch ein Sport. Tennis oder sowas. Wo ist denn Sport? Hier hinten? Comics? Hier, ach, da unten. Da ganz hinten kommt der Sport. So, da klicken wir uns auch nochmal ein bisschen was dazu. Da haben wir jetzt die Bundesliga-Tabelle und dann... Was passt denn noch blockmäßig? Kann ich mich da noch erinnern? Tennis ist so ein bisschen wie Wetter. Eishockey Formel 1. Basketball, Eishockey Formel 1. Ach komm, Tennis. Zu Zeiten von Boris Becker, da hat man sich noch interessiert für die Weltrangliste in der Zeitung. Das hat sich jetzt ja auch ein bisschen geändert, würde ich sagen. Okay, und dann heißt es wieder, warten bis zu den Nachrichten. Wir können zu dem Japaner nochmal gucken. Nochmal schauen, ob die was von uns wollen. Nö, Comics, ja. Dann, kaufen wir vielleicht noch einen Comic. Komm, wir kaufen noch ein Comic. Hier irgendwo da. So. Morgen ist da gesperrt. Kaufen wir schon mal auf Vorrat nochmal eins ein. Viele bunte Bronchos. Ach, Brontos, aber jetzt habe ich sie drin, die Brontos. Okay, und dann heißt es wie immer natürlich warten auf die passenden News. Und ja, ob wir wieder passende News finden und die Auflage nochmal steigern können, das Ganze seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.